läuft, gibt's einen Deal für mich gemacht. Für dich, die neue Alarmanlage. Wir, unser Eingang, unser... Nee, auch bei unerwarteten Ausgaben kommen Sie nicht ins Stolpern. Dank Ratenpause und dabei individuell anpassbar und günstige Zinsen. Tagebank, so wie Bank heute. Günstige Zins ab 2,45%. Jetzt Angebot einholen auf tagobank.de. Nicht lange warten, sondern lange freuen. Sicher dir jetzt einen 100 € Reisegutschein. Hoch dein Ding. Jetzt auf Holiday-Check. Einfach. Ich war zufrieden mit dem Preis, was sie mir angeboten haben, und es ging viel schneller, als ich dachte. Wir kaufen deinauto.de. Einfach kostenlos online bewerten, Termin in einer Filiale in deiner Nähe buchen und schnell und sicher verkaufen. Gehe jetzt auf wirkaufendeinauto.de. Ich kenne niemanden, der das so schnell macht. Immer noch Single? Jetzt kostenlos an. Geht das so? Die Fotos und der Mond. Und aber für den Tag bin ich hier draußen. Ja, bin das rein, ich weiß auch nicht, was ich. Ich passe dir jetzt. Alle Elfen verliebt sich an Single über Pasche. Den Mond schon. Du genau das, was du willst. Auf keiner Idee. Müssten sie sein, um das zu trinken? Wie verzweifelt müssten sie sein, um ihrem Kind dieses Wasser zu geben? Es ist so verdreckt. Von den Keimen und Bakterien können Kinder schwer erkranken oder sogar sterben. Doch Mütter wie Adauka und ihr Sohn Omar haben keine Wahl. Sie haben nur verunreinigtes Wasser zu trinken oder gar keines. Omar ist sehr schwach. Er leidet immer wieder an Fieber und Durchfall, weil es kein sauberes Trinkwasser gibt. Tausende Kinder aufhören trinken, die durch ungeklärte Abwässer verunreinigt sind. Kein Kind sollte Wasser trinken müssen, das es krank macht oder sogar töten kann. Auch Sie würden einem Kind sauberes Wasser geben, wenn Sie es könnten. Besuchen Sie safetychildren.de und helfen Sie mit 5 Euro im Monat. So unterstützen Sie auf wirksame, einfache Weise Safetychildren.de/Pumpen und Brunnen, damit Kinder zu sauberem Wasser erhalten und gesund aufwachsen können. Für viel zu viele Kinder Das ist so ein PDF-Datei. Kannst du dann aufhängen irgendwo. Deswegen machen die das so. Oma. Vielen Dank. Lust, was Neues zu entdecken? Hast sie. Du was? Gefunden. Was? Schwischen. Nein, noch nicht, aber noch nicht gemacht. Ich Wer hat eigentlich gesagt, dass Mädchen immer nur Prinzessin werden wollen? Oder dass Energieanbieter niemals fair sind? Lass dir nichts erzählen. In unserem Extra-Tarif bist du 2 Jahre Vorpreiserhöhungen sicher. Bei uns garantiert. Ohne Ausnahme. Mit 100% Ökostrom. Geh los. Mehr als du denkst. Ganz gleich, welche Herausforderung sie im Garten erwartet. Sie sind der Aufgabe gewachsen. Akkupower, made by Chief. Jetzt durchstarten. Zum Beispiel mit der Akkuheckenschere HSA 56 für 249 Euro. Bei einem teilnehmenden Stieffachhändler in Ihrer Nähe. Für alle, die mehr wollen, unser Plus-Tarif. Strom oder Gas mit 2 Jahren voller Preisgarantie. Zum Beispiel im Kombi mit der Samsung AdWash. Jetzt wechseln. Mehr als du denkst. Jinbai Tai. Eins sein. Auto und Fahrer in perfekter Harmonie. Das macht Master aus. Der neue Master CX-5. Drive together. Maxi. Was? Thank you.
Nein, zu früh noch. Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Nicht nur die Hamburger, sondern Menschen in ganz Deutschland sind entsetzt über das Ausmaß der Krawalle am Rande des G20-Gipfels. Denn mit so viel Brutalität hatte kaum jemand gerechnet. Mehr als 200 Polizisten wurden bisher verletzt. Und auch Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz, der ist sehr besorgt und hat die Kriminellen zum Rückzug aufgefordert. Aber vielen Hans Erben reicht das nicht. Sie geben Scholz nämlich eine Mitschuld am Chaos, insbesondere die CDU in diesen Stunden, weil er dem Gipfel zugestimmt hat. Verärgert sind die Bürger auch, weil die Polizei aus ihrer Sicht und ihrem Empfinden nach gestern Abend zögerte, bevor sie gegen diese Kriminellen einschritt. Mit gezogener Waffe stürmen Einsatzkräfte des SEK ein Haus im Hamburger Schanzenviertel. Mehrere Stunden hatten die Beamten abgewartet, dann endlich zugeschlagen. 13 Personen werden verhaftet. Sie sollen geplant haben, vom Baugerüst aus mit Molotow-Cocktails und steilen Polizisten anzugreifen. Doch warum wurde das Gerüst nicht im Vorfeld gesperrt? Mal zögerlich, mal zu vorschnell. Die Einsatztaktik der Polizei wirft Fragen auf, bei einem Verständnis auch von G20-Gegnern. Man muss auch sagen, die Polizei hat einen extrem harten Job. Also die, als sie so angespannt sind, dann ständig Flaschen und Steine auf sie fliegen, kann man auf jeden Fall nachvollziehen. So. Und also das Verhalten der Demonstranten, also friedlich ist ja alles gut, aber sowas wie hier, so, wenn die Autonomen quasi einfach durchgehen. In Hamburg herrscht in dieser Nacht scheinbar Anarchie. Wir haben noch nie so ein Ausmaß an Hass und Gewalt erlebt, sagt die Polizei zu den Zuständigen. Begründet ihr abwartendes Vorgehen mit der Taktik der militanten Linksautonomen. Dass man eine brennende Barrikade aufbaut, die von der Polizei geräumt werden soll und damit die Polizei in einen Hinterhalt gelockt wird, um sie dann aus vorbereiteten Depots zu bewerfen. Und hier muss natürlich ein Polizeiführer abwägen. Sachbeschädigung gegen die Eigengefährdung der Kräfte, das ist heute Nacht erfolgt. Doch trotzdem, dass der Mob ungebremst im Schanzenviertel wütend und eine Schneise der Verwüstung hinterlassen kann, bei Anwohnern löst das Unverständnis und Entsetzen aus. Ich finde es einfach traurig, dass die Politik es nicht schafft, diese Ecken, wo man gerade weiß, dass da eventuell stattfinden könnte, einfach besser zu sichern. Und so fühlen sich viele so wie sie alleingelassen. Hatte doch Hamburgs Bürgermeister Scholz vorher noch getönt, der G20-Gipfel würde sicher ablaufen, nun rudert er auf Twitter zurück. Täter nehmen sehr bewusst in Kauf, dass Menschen zu Schaden kommen können, schreibt Scholz. Die Reaktionen sind eindeutig. Wer war nochmal von der Idee ganz begeistert, dass der G20 nach Hamburg kommt? It's time to say goodbye, Olaf. Ein anderer schreibt, Herr Scholz, wann treten Sie zu? Nee, die Polizei schiebt den Stadtoberen die Politik. Nee, das war der, weil der hat es entschieden. Da er gesagt hat, wir können das bei unserer Stadt machen. Die Verärgerung ist groß auf vielen Seiten. So oder so, es scheint, als ob der G20-Gipfel in Hamburg seine Spuren hinterlassen wird. Ja, übelst. Ja, und vor einer Stunde hat sich auch Bundesinnenminister de Maizière in Dresden zu den Vorfällen in Hamburg geäußert. Ich erwarte, dass sich alle Demokraten und alle Demonstranten von diesen Gewalttätern distanzieren, auch im weiteren Verlauf des heutigen Tages. Jeder Demonstrant, der Autonome und Gewalttäter schützt oder deckt, macht sich mitschuldig. Ich denke besonders an die Tausenden von Polizisten, die seit Tagen dort im Einsatz sind, in einem schweren Einsatz, die kaum aus ihren Stiefeln kommen. Über 200 Verletzte gibt es in den vollständigen Genehmigungen. Unsere Polizei, die Polizeiführung vor Ort, verdient volle Unterstützung und Solidarität. Wir können nicht zulassen, dass der Gewalttäter, die bestimmen, ob, wann und wo die Staats- und Regierungschefs treffen, um notwendige und wichtige politische Gespräche zu führen. Wir können eine solche Tagesordnung in einem Landschaftshof durchführen. Die Delegationen sind zu Tausenden dort, tausende Journalisten, alle müssen entsprechend untergebracht werden. Die Kritik an dem Tagesort verkehrt Ursache der Grundwirkung. So hat der Bundesinnenminister, aber nach dieser zweiten Nacht mit schweren Krawallen gerät auch Hamburgs Bürgermeister mächtig unter Druck. Olaf Scholz hatte ja das G20-Treffen im Vorfeld mit dem Hamburger Hafengeburtstag verglichen. Jetzt werfen ihn sowohl die Demo-Veranstalter als auch Politiker der Union vor, die Sicherheitslage völlig falsch eingeschätzt zu haben. Angesichts der außer Kontrolle geratenen Gewaltexzesse in der Hansestadt werden nun erste Forderungen nach seinem Rücktritt laut.
Antje Lorenz ist hier bei uns im Studio jetzt und hat auch mal ein bisschen in der digitalen Erinnerungskiste gekramt. Und die musste gar nicht so weit zurückreißen, denn das, was Olaf Schulz jetzt um die Ohren fliegt, zum Beispiel ein Zitat, das er Ende Juni gegeben hat, ich lese das mal vor, denn das steht so ein bisschen für sich, da hatte er sich geäußert zu der Kritik, Hamburg könne G20 nicht ausrichten, das sei damit überfordert, sagte er damals, nur in Hamburg ist G20 sinnvoll zu organisieren, in der Lüneburger Heide oder auf Helgoland wäre das sinnvoll. Und dann sagte er diesen Satz, wir richten ja auch jährlich den Hafengeburtstag aus und es wird Leute geben, die sich am 9. Juli wundern werden, dass der Gipfel schon vorbei ist. So, und jetzt haben wir Bilder wie diese hier und das ist nur eins von vielen. Gestern Nacht eine brennende Straße hier und hier oben, falls ich mich sehe, da steht ein Mensch auf dem Dach.